Schön, dass Sie dabei sind beim DAX-Check am Montag, liebe Zuschauer. An meiner Seite Thomas Bergmann. Guten Morgen. Letzte Woche haben wir 1,3% beim DAX verloren. Wenn man es mit Amerika vergleicht, geht es sogar noch. Die haben deutlicher verloren. Da haben sich wahrscheinlich die meisten Anleger auch am Mittwoch schon aus dem Handel verabschiedet. Wenn wir jetzt auf die DAX-Tafel vom heutigen Tag schauen, haben wir einen Großteil dieser Verluste auch mit dem heutigen Start schon wieder weggemacht. 1,2% starten wir gleich mal im Plus. Die Stimmung ist offenbar gut jetzt nach dem Wochenende. Ja, ich sag mal, die Absegnung der EU zum Brexit-Deal hat die Märkte beflügelt, auch in Asien überwiegend positive Zeichen. Nikkei und Hang Seng deutlich im Plus, teilweise über 1%. Ja, und diese Stimmung macht sich auch hier mal etwas breit. Man hat die Hoffnung, dass es zu einem geordneten EU-Austritt der Briten kommt. Und ja, da steht zwar noch eine hohe Hürde an. May muss es durch das Parlament bringen, diesen Deal. Also es ist noch nicht vom Tisch. Aber ich denke mal, so langsam wird man sich auf das Wochenende vorbereiten, wenn der G20-Gipfel in Argentinien stattfindet. Also da werden wir bestimmt auch im Laufe der Woche noch einiges davon hören, aber es wird noch im Fokus stehen und immer wichtiger werden, je näher wir uns dem Termin oder je weiter wir uns dem Termin nähern. Unterdessen gucken wir uns die Charttechnik an. Wir sollten vielleicht noch sagen, warum. Warum? Weil der Trump, ja, stimmt, das nicht mitbekommen hat. Wir, die den ganzen Tag eben darauf achten, wir wissen, was am Wochenende stattfindet. Also das Treffen zwischen Trump und seinem chinesischen Amtskollegen. Ich denke mal, da wird viel davon abhängen, was dann in den nächsten Wochen passiert. Wenn es da im Handelsstreit zwischen Amerika und China zu einer Annäherung kommt, Durchbruch wird nicht erwartet, also sprich ein Deal wird noch nicht erwartet, aber doch eine Annäherung. Das wäre schon sehr positiv für die Märkte und dann ja, könnten wir vielleicht doch eine kleine Weihnachtsendrallye bekommen. Oder Weihnachtsrallye. Dann gehen. Jetzt haben wir ja die 11.3 überwunden. Das sagt jetzt erstmal noch gar nichts. Ja. 11.2 war jetzt mal wichtig. Wir sind jetzt über diesem Tief jetzt mal doch ein Stück weit entfernt. Wir sehen sehr schön, dass hier in dem Bereich 11.5, 11.6 der nächste Widerstand kommt. Aber ich sag mal, einen Befreiungsschlag sehen wir erst, wenn wir über die 200-Tage-Linie gehen. Die ist aber noch über 1.000 Punkte weg. Aber klar, erstmal 11.5 schaffen, dann der Bereich 11.6, 11.7. Da müssen wir drüber, um uns die Chance eben auf eine kleine Rallye am Jahresende zu erhalten. Dazu passend haben wir auch ein neues Produkt. Am Freitag habe ich schon mal, da warst du nicht da, einfach präsentiert. Jetzt darfst du uns aber die Details nochmal verraten und auch den Stoppkurs. 7,95 war der Stoppkurs. Wir sind natürlich jetzt schön ins Plus gelaufen. Mehr als 12%. Ja. Wie gesagt, 7,95 haben wir jetzt den Stoppkurs, der wird mit Sicherheit bald angepasst werden. Es kann auch sein, dass wir vielleicht mal Gewinne mitnehmen, aber jetzt lassen wir erstmal heute den Tag vergehen. Es steht soweit nichts auf der Agenda, dass man jetzt hier nervös sein sollte. Wie gesagt, es wird erst aufs Wochenende hin zu spannend, aber jetzt erstmal vorerst laufen lassen und den Stoppkurs bei 7,95 platzieren. Aber wie gesagt, das kann sich jetzt mal täglich ändern, dass der Stoppkurs angepasst wird. Gut, dann frage ich morgen früh wieder nach. Dankeschön für heute, Thomas. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin.